So, da sind wir wieder bei Fable Anniversary. Ich bin schon mal hierher gelatscht zu den Hopphöhlen. Und ich habe einen neuen Zauber gelernt und habe mich noch ein bisschen aufgelevelt. Ja, und da würde ich jetzt gerne reingehen hier. Gehen wir in die Hopphöhle. Hopp, hopp. Okay, also hier gibt es jetzt drei Türen. Ich glaube, ich gehe halt dann erstmal hier rein, ne? Kämpfen wir uns von der ersten Tür durch. Okay. So, und hier kann man anscheinend angeln, oder was? Hä? Hat mir doch gerade ein Angelzeichen angezeigt, oder nicht? Ja, machen wir das einfach mal. Okay, das muss ja schon irgendwas Wichtigeres sein, wenn man hier ständig die Leine reißt. Also. Thank you.
Verdammt! Das nervt ein bisschen. Ich darfst du nicht, wenn sobald so rot ist, darf man nicht mehr drücken. Und es wird so schnell rot, da drücke ich wahrscheinlich noch. Probieren wir nochmal. Da ist bestimmt ein Schlüssel oder so. Ich brauche das. Ich brauche das unbedingt. Ah, komm schon. Echt jetzt? Ich kotze. Oh Mann. Also wenn da nicht was Gutes bei rausspringt. Hallo. Echt jetzt? Ein Fisch. Aber wenigstens ist es ein dicker Brocken. Okay. Ich hoffe, jetzt sind nicht wieder Hops da. Natürlich sind wieder Hops da. Yeah.
niedrigen Stand. Pass auf! Da ist eine Kiste mit 5, okay. Meister-Elixier. Na gut. Okay, von der Tür bin ich gekommen. Warte mal, kann man hier auch schon wieder angeln oder was? Okay. Oh, das ist ja noch schlimmer.
Okay, ich bin immer gespannt, ob wo ich jetzt hier rauskomme. Fokuskammer. Okay. Da führt mich doch irgendwann eine Quest hin. Bin ich doch ganz sicher. Egal. Das frustriert diese Angelei, wirklich. Aber da wir gesehen haben, dass da auch Schlüssel drin sein können, muss ich leider angeln. Das bringt mir nichts. Auf der anderen Seite ist es auch gut, wenn ich angel, weil dann gewinne ich vielleicht den Wettbewerb. Und da gibt es bestimmt irgendwas, was wir brauchen. Okay, da hinten dieses runde Geflecht aus Pilzen. Es sieht doch auch so aus, als könnte man graben. Da gibt es doch was. Was gibt's da? Ein Schlüssel. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Okay, ich glaube, hier können wir aber nichts großartig machen, ne? Das kommt bestimmt erst später. Okay, dann rennen wir jetzt einfach. Oder kann ich mich von hier... Aha. Klar kann ich. Gut, dann gehen wir... Fisher Creek will ich, ne? Okay, dann gehen wir mal nach Bowerstone. Da können wir auch noch ein paar Sachen abgeben. Und vielleicht kann ich da diesen verdammten Bart loswerden. Den gefällt mir nämlich nicht. Und die Friese ist auch nicht gerade das Beste. Aber ich merke gerade, hier geht gerade die Sonne wieder unter, ne? Shit. Wo ist denn die Taverne? War das die Taverne? Ja. Muss ich schlafen gehen. Das ist der mächtige Ranger. Ihr seid aber groß und stark. Schlafen wir mal bis zum Morgen. So. Nochmal. Ich will ein Bier grüßen. Grüß Gott. So. Die Säge, Kochtopf, Glatze. Mir gefällt da gar nichts von, ja. Das ist scheiße. Ich nehme mal so ein Rauschebad. Es gibt mehr und mehr dieser tolldreisten Räuber heutigen Tags. Okay, geben wir mal noch ein paar Bücher ab. Ich glaube, wir haben da noch ein bisschen was im Petto. Hallo.
Okay, ist noch keine Schulzeit. Wann fängt es denn an? Er scheint nett zu sein. Ja, lauft alle rein, Kinder. Es ist Unterricht. $1,500? Okay. Seid ihr gekommen, um uns zu retten, Meister Ranger? Na klar. Na komm, Lehrer, komm rein. Er wäre mein Freund. Oh, hallo. Hallo, wie geht es euch so? Nochmals, hallo. Habt ihr irgendwelchen interessanten Lesestoff gefunden? Mal sehen. Die Sockenmethode. Vielleicht, wenn sie etwas älter sind. Nein. Meint ihr? Ja. Das kann ja wohl nicht schaden. Zurück zu die Sockenmethode. Wir werden euch sexier in 10 Tagen machen. Yeah! Dieser Held scheint das Buch gründlich studiert zu haben. Vielleicht kann er uns zeigen, was er daraus gelernt hat. Los! Oh je. Das reicht jetzt wirklich, oh Held. Und damit ist der Unterricht für heute beendet. Definitiv. Was? Ich will wie er werden, wenn ich erwachsen bin. Oh yeah. Habt ihr heute Bücher für uns? Das Zauberbuch? Wir sind hier nicht auf einer dummen Schule für Zauberer. Hallo? Dann halt nicht. Okay, ich weiß halt auch immer noch nicht, wie ich an diesen einen Schlüssel hier komme, der oben auf dem Balkon ist. Das ist aber nicht dieses Haus, oder? Warum treffen wir uns nicht mal? Keine Zeit, Lady, keine Zeit. Kommt schon. Ich würde alles darum geben, wenn er mich ansehen würde. Oh, hallo. Okay. Offensichtlich haben wir nur ein bisschen Liebe gebraucht. Barde. Nee, geh weg. War so unnötig wie noch was, den Baden Geld zu geben. Ihr findet bestimmt etwas, das funktioniert. Ja, vielleicht hat er irgendwie noch ein schickes Outfit. Kettenpanzerhelm. Na, ja, das ist aber Gruselfaktor, ne? Obergewand. Das hole ich mir mal. Gruselfaktor, das wollen wir nicht. Ausgehhandschuhe. Nehmen wir das mal. Ausgeh-Untergewand. Okay. Gruselfaktor, Lederstiefel. Dunkle Lederstiefel, Kettenpanzerstiefel. Okay. Es gibt mehr und mehr Räuber heutigen Tags. Ja, schon. Ich gehöre aber nicht dazu. So.
Irgendwie habe ich gefühlt, dass es ein bisschen feminin wird. Okay. Okay, ich glaube, das ist doch ein Frauengewand. Na gut, dann lassen wir es halt erstmal an. Okay, na gut. Ich gucke mal, ob hier noch eine Quest offen ist. Das kranke Kind können wir noch nicht machen. Jagd nach versteckter Beute können wir auch noch nicht machen. Das mache ich auf keinen Fall, da wird man böse. Hühnertrittwettbewerb, Angelwettbewerb. Ah ja, genau, da wollte ich ja hin. Zum Angelwettbewerb. Na gut. Das Outfit macht mich fertig, ja. Aber na gut. Soll ich vielleicht noch mal kurz zum Picknickplatz? Vielleicht gibt es da auch irgendwas noch, was ich graben kann oder so. Ich guck mal schnell. Funktioniert nicht. Warum nicht, seltsam aussehender Mann? Also, ich habe diesen Pilz da gegessen. Alle haben gesagt, mir würde vor Lachen der Kopf abfallen, wenn ich ihn esse. Ich hab's getan, aber er ist immer noch dran. Bisher absolut kein Lachen. Könnt ihr mich zum Lachen bringen? Los, macht schon, bitte. Okay. Toller Kerl. Hier ist wohl Respekt angebracht. Ich trete ihm lieber nicht auf die Füße. Guten Tag, Ranger. Es funktioniert nicht. Wow, also ich habe bisher... Ach ja, ich wollte eigentlich pupsen. Hat wohl nicht so funktioniert, ne? Ausdrucksmittel. Geselligkeit. Pupsen. Sollte das etwa witzig sein oder sowas? Ja, eigentlich schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Sir. Das nennt ihr Lachen? Lasst noch mal hören. Guten Tag, Ranger. Wem sollte man wohl Respekt Das war oberwitzig. Ich trete ihm lieber nicht auf. Ja, und jetzt? Was kriege ich jetzt dafür? Hey! Oh, oh, das ist zu viel! Pilz. Sehr gut. Fehlt nur noch einer. Ranger? Warum? Ja. That's me, the Ranger. Ist irgendwas zum Graben. Anscheinend nicht. Okay. Na gut, wir haben einen blauen Pilz.
Auch gut. Okay, der rechte Weg war Fisher's Creek, oder? Ja. Gut, gehen wir da hin. Okay. Es gibt noch viele Fische in den Bächen. Einen schönen Tag. Ich sehe, euer Sack ist heute schwer. Dann wollen wir mal sehen, was? Dieses Spiel ist so zweideutig. Beim Seeteufel ein wahres Monster! Euer erster Preis ist gleich der Hauptpreis. Na, Fischerhut, okay. Na, den rüste ich mir doch gleich aus. Schätze, ihr bekommt wohl auch den zweiten und dritten Preis. Ein Hut, eine Angel und ein Silberschlüssel. Gute Ausbeute! Hm. Sehr gut. Das ist ja fantastisch. Das muss der Ranger sein. Aber sowas von der Ranger. Okay. Angel, ja. Die ist wahrscheinlich besser wie die andere. Hoffe ich doch. War hier die Angel? Angelroute der Champions. Okay. Alles klar. Dankeschön, Mister. Macht weiter so, oh Held! Okay, das heißt, ich kann besser angeln jetzt. Ja. Können wir hier rein? Nö. Na gut. Dann würde ich sagen, jetzt mache ich hier mal einen Cut und dann sehen wir am nächsten Part von Fable Anniversary, wie es ja weitergeht mit unserem schicken Helden. Und ja, bis dahin. Bye-bye.